Hallo, willkommen in der Boulder Bar. Ich bin Elina, ich bin hier für den Routenbau zuständig. Ich zeige euch das einmal. Kommt mit! Schrauben ist grundsätzlich ein kreativer Prozess, weil wir uns jedes Mal was Eigenes, Neues überlegen müssen. Also wir haben jetzt keine Vorgabe, was wir genau machen müssen. Wir orientieren uns grundsätzlich meistens an den Standardbewegungen, also an den technischen Elementen. Aber es ist alles offen, also wir können jetzt neue Bewegungen, neue Elemente überlegen. Und das ist der Reiz vom Routenschrauben. Die Boulder sind bei uns farbreingeschraubt und dementsprechend werden sie wöchentlich umgeschraubt, damit jede Woche was Neues dabei ist und einem nicht langweilig wird. Das Wichtigste am Schrauben für uns ist das gemeinsame Testen. Das heißt, wenn wir alle fertig sind mit unseren Bouldern, dann probieren wir alle Boulder gemeinsam aus und überlegen uns, okay, ob die Boulder passen oder ob wir sie umändern müssen, weil ein Zug zu weit ist oder es zu schwer oder zu leicht ist. Und gemeinsam überlegen wir uns dann, wie schwer dieser Boulder sein kann und versuchen, ja, die Mitte zu treffen, weil es alles individuell und jedem fällt etwas anderes leichter oder schwerer. Der Bouldersport ist eigentlich für jeden geeignet, egal ob absoluter Anfänger oder schon Fortgeschrittener, jeder findet sich etwas. Und deswegen haben wir die Schwierigkeitsgrade. Also da ist angeschrieben, wie schwer die Boulder sind und je niedriger die Zahl ist, desto leichter sind sie. Bei uns in der Boulder Bar ist es allgemein so, dass die roten Boulder, also die rein roten Griffe und Tritte, sind immer leicht. Das heißt, wenn man jetzt am Anfang zum ersten Mal in der Boulder Bar ist, kann man sich gut daran orientieren und nur die roten Boulder probieren. Grundsätzlich, je niedriger die Zahl ist bei der Bewertung, desto leichter ist der Boulder. Wir haben in der Boulder Bar Seestadt einerseits einen Kinderbereich, der für Kinder tauglich ist, da nicht so hoch geschraubt ist. Wir haben einen Krafttrainingsbereich, damit man einerseits gut aufwärmen kann, aber auch für nach dem Klettern noch gut das Krafttraining einbauen kann. Und dann haben wir mehrere größere Boulderbereiche, die eigentlich die Hauptfläche ausmachen. Schön, dass ihr da wart. Es hat mich gefreut und ja, kommt uns mal besuchen. Hoffentlich bis bald.